Kinderrechte haben für die Kita die Bedeutung, dass sie betonen, dass Kinder Trägerinnen von Menschenrechten sind. Kindern ist der Zugang zu ihren Rechten nicht so unmittelbar gegeben, wie das bei uns Erwachsenen der Fall ist. Aufgrund der Situation des Kindseins sind Kinder sogar darauf angewiesen, dass wir als Erwachsene sie bei der Wahrnehmung ihrer Rechte unterstützen. Eine Kindertageseinrichtung sollte daher ein Ort sein, an dem das beides Berücksichtigung findet. Und zwar erstens, dass Kinder eben Trägerinnen von Menschenrechten sind. Und zweitens, dass wir Erwachsene eine ganz besondere Rolle haben, wenn es darum geht, Kinder bei der Verwirklichung ihrer eigenen Rechte zu unterstützen.